Lautstarker Auftakt der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder in Berlin. Es geht um die Arbeit von bundesweit mehr als 800.000 Angestellten. Erzieher, Lehrkräfte, Polizisten, sie alle fordern mindestens 200 Euro mehr Gehalt. Gerade in Berlin ist ja der direkte Konkurrent nicht nur die öffentliche freie Wirtschaft, die mehr zahlt, sondern auch die anderen Bundesländer, wo die Leute hinziehen, lieber als im öffentlichen Dienst in Berlin zu arbeiten. Und warum sollen sie hier arbeiten, wenn sie dort mehr Geld bekommen? Das ist so wie überall. Freie Wirtschaft. Da muss sich wirklich was verbessern. Und ein kleiner Baustein wäre schon mal eine Verbesserung im Tarif. Die Gewerkschaften fordern von der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 6%, monatlich jedoch mindestens 200 Euro mehr Gehalt. Die öffentlichen Arbeitgeber wiesen zum Auftakt die Gewerkschaftsforderungen als überhöht zurück. Die Gewerkschaften beziffern ihre Forderungen auf gut 6, die Länder hingegen auf 10 Milliarden Euro pro Jahr. Da wird gute Arbeit erwartet, dafür braucht es gute Leute, die dann allerdings auch zu Recht gutes Geld erwarten. Der bisherige Tarifvertrag war zum Jahresende 2018 ausgelaufen. Die zweite Tarifrunde ist jetzt für Anfang Februar vereinbart.